Ich bin jetzt hier in der Ausstellung gemeinsam mit Annika Reichwald, Kuratorin am Jüdischen Museum in Hohenems. Das Ende der Zeitzeugenschaft, Fragezeichen. Ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Zeitzeugenschaft ist ja ein sehr weites, breites Phänomen. Das Erzählen über die Gewaltverbrechen, über den Holocaust, über Genozid, das Umgehen mit Trauma ist ja ein sehr, sehr schwieriges, großes Phänomen, das wir jetzt hier in dieser, dem wir uns hier in der Ausstellung annähern. Auf welche Weise? Was erwartet Besucherinnen und Besucher? Ich glaube, da sind jetzt schon ein paar Stichworte gefallen, die genau dahin zielen, wo die Ausstellung auch hin möchte. Es ist ein mehrdimensionales Phänomen. Ich glaube, dass wir uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten auf die Überlebenden, die Protagonistinnen und Protagonisten fokussiert haben, auf den historischen Inhalt ihrer Erzählung. Und die Ausstellung möchte ein bisschen weggehen von dem Was der Erzählung hin zu dem Wie. Also wie wird erzählt? Wie verwandelt sich Erinnerung in Erzählung? Welche Möglichkeiten gibt es, Traumata zu erzählen, von diesen Schrecken zu berichten? Wie passt da auch vielleicht das Schweigen dazu? Und genau das versucht die Ausstellung in mehreren Schritten mit verschiedenen Blickwinkeln zu erläutern. Wir sind jetzt hier eigentlich in diesem ersten großen Gedankenkomplex über auch die Gemachtheit und die Erzählstrukturen von überlebenden Interviews. Und das ist eigentlich so der erste große Punkt. Die Ausstellung möchte hinter die Kulissen von überlebenden Interviews blicken. Wir sind jetzt hier umgeben von 11 Bildschirmen. Das sind kurze Ausschnitte aus Interviews, die wir hier jetzt speziell für München mit Münchnerinnen, mit Münchner Zeitzeuginnen, Zeitzeugen, mit bayerischen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesucht, gesammelt haben, die einen Einblick geben auch in die Rolle dessen, was eigentlich das Interview für die Personen selbst bedeutet. Wir denken ja gern darüber nach, was eigentlich die Zeitzeugen, Zeitzeuginnen für uns tun können, für die Demokratie. Wir profitieren von ihnen, wir hören ihnen zu, aber wir erwarten auch viel von ihnen. Aber was bedeuten eigentlich diese Interviews für die Menschen selber? Welche Muster kann man vielleicht auch erkennen? Welche Themen tauchen immer wieder auf? Also es geht hier um einzelne Aspekte, zum Beispiel die Traumatisierung, Erfahrungen, die schwierig zu erzählen sind, die Weitergabe an die nächste Generation oder die Frage des Weiterlebens. Wie erzählt man Brüche? Und da sind einige bekannte Münchner Zeitzeuginnen und Zeitzeugen dabei. Wir haben hier Charlotte Knobloch, Max Mannheimer, Henny Brenner, Gerti Spies und viele andere, die unterschiedliche Aspekte erzählen. Das sind ganz kurze Einblicke in ein Interview. Ja. Ich glaube, das Spannende ist die Diversität, die wir hier sehen. Wir sehen Männer wie Frauen, wir sehen Menschen, die in jungen Jahren überlebt haben, Erinnerungen sich ganz anders bei allen diesen Überlebenden manifestiert haben. Sie haben einen gemeinsamen Nenner, sie alle sind Überlebende. Sie kommen aber auch aus ganz unterschiedlichen biografischen Hintergründen, sind in unterschiedlichen Orten mit unterschiedlicher Bindung zur Religion aufgewachsen. Diese Diversität zu zeigen, ist ein Ziel hier in diesem Teil der Ausstellung. Und diese Diversität zieht sich weiter, nicht nur mit Blick auf quasi die Protagonistinnen und Protagonisten, sondern auch auf ihre, mit Blick auf ihre Erzählung, auf ihre Erzählweite, auf die unterschiedlichen Erzählmodi, die wir immer wieder rauslesen können. Diese kurzen Ausschnitte, die wir hier haben, von einer Minute bis ungefähr 2,5 Minuten, sind natürlich aus den Interviews rausgenommen und fokussieren eben immer wieder eine oder für jeden eine bestimmte Erzählstruktur. Was man jetzt hier sieht, ist, was passiert, wenn jemand vielleicht zum ersten Mal spontan eine Erinnerung erzählt oder wenn jemand eine Erinnerung schon in fast routinierter Weise auch immer wieder vor unterschiedlichem Publikum erzählt. Das sind unterschiedliche Erzählungen. Und ich glaube, was die Ausstellung hier möchte, ist zum einen zu zeigen, es gibt nicht den oder die Holocaust-Überlebende, sondern alle kommen aus unterschiedlichen biografischen Hintergründen. Jeder Mensch erinnert anders. Wir werden ja von ganz unterschiedlichen Dingen getriggert, wie Farben oder Gerüche. Und Erinnerung passiert auch eben nicht faktisch. Wir können nicht ein Datum abrufen und dann den ganzen Tag abrufen zum Beispiel.
Und in dieser Linie sind eben auch die Erzählungen alle anders. Es gibt nicht die Holocaust-Erzählung. Und das ist, glaube ich, das, was hier mit diesen wunderbaren Beispielen aus dem Raum München sehr, sehr deutlich wird. Und das ist ganz wunderbar, dass wir 11 Beispiele haben, die eben ganz anders über den Holocaust erzählen oder über einen speziellen Moment in der Zeit des Verfolgtwerdens, des Inhaftiertseins, des Überlebens auch. Ja, genau. Also man erlebt dabei, glaube ich, auch also du hast es schon erwähnt, unterschiedliche Herkünfte, aber eben auch die sehr individuelle Entscheidung, mit diesem Trauma umzugehen, weil es ist ja jedes Mal wieder die Erzählung eines Traumas und eigentlich ein sehr persönlicher, sehr intimer Akt, den man aber vor einem Publikum, vor einer Öffentlichkeit, also man entscheidet sich, das zu teilen aus unterschiedlichen Gründen, manchmal sehr emotional, manchmal sehr zurückgenommen, aber es ist immer eigentlich eine sehr große Nähe, die auch entsteht. Und das ist ja auch was viele Leute beschreiben, die zum ersten Mal mit einer Zeitzeugin, einem Zeitzeugen gesprochen haben, dass es etwas mit ihnen macht, dass man eigentlich, dass man ansonsten nicht so leicht wieder erlebt. Das ist jetzt hier nur sozusagen medial wiedergegeben, aber trotzdem sind es unglaublich beeindruckende Momente. Absolut, ja. Im nächsten Raum begegnet uns dann eigentlich die Geschichte der Zeitzeugenschaft. Wir denken ja heute manchmal, das begann 1945, dass man die Geschichten hören wollte, aber wir wissen natürlich alle, Historikerinnen, Historiker, die Museumsmacher wissen, dass es nicht so war, dass es sehr, sehr lange gedauert hat und dass es eigentlich auch ein schmerzhafter Prozess war, der dazu geführt hat und der eigentlich diese Zeugenschaft erstmal entstehen hat lassen. Gerade natürlich im Kontext der Gerichtsprozesse, der Momente, wo es wirklich eben um eine Zeugenschaft ging und die ja dann von den jeweiligen nationalen Rechtssituationen abhing, die aber auch medial inszeniert wurde oder eben auch einen bestimmten Zweck hatte. Also sehr, sehr unterschiedliche Momente, die eigentlich dazu geführt haben, dass Menschen überhaupt erzählen. Und auch, dass wir heute ein Bild von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben, die sich eigentlich über Jahrzehnte oder das sich über Jahrzehnte hinweg erst gebildet hat. Gerade in den 40er Jahren, die Überlebenden eigentlich als Augenzeugen dessen, was soeben passiert ist, haben in dieser Nachkriegsgesellschaft, die auf ganz andere Dinge fokussiert war, überhaupt gar keinen Raum gehabt oder nur ganz wenig Raum gehabt, ihre Erzählungen überhaupt einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. Was passiert ist, man nimmt sich zurück, man verstummt schon fast, auch wenn es in dieser Zeit natürlich die ersten Kriegsprozesse gibt, Majdanek zum Beispiel. Und das zieht sich weiter. In jedem, ja, fast schon in jedem Jahrzehnt ändert sich die Rolle der Überlebenden, je nachdem auch, wie der sozialpolitische oder gesellschaftshistorische Kontext zu dem Zeitpunkt war. In den 60er Jahren, ganz klar, stehen die großen Gerichtsprozesse, der Auschwitz-Prozess, zuerst der Eichmann-Prozess 61, natürlich dann der Auschwitz-Prozess in Frankfurt im Fokus. Und hier nehmen sie halt eben auch diese Rolle ein der Tatzeugen vor Gericht. Da wird ihnen auch eine ganz bestimmte Rolle von außen zugeschrieben, nämlich die Rolle als Tatzeugen, sich faktisch zu erinnern. Ja. Und auch als Vertreter für die Gestorbenen, vor allem für die Ermordeten. Absolut, ne? Also absolut. Gar nicht so sehr, häufig gar nicht so sehr für ihre eigene Geschichte, ja, sondern als Zeugen des Massenmordes und als Vertreter derer, die nicht mehr da sind, was eine ganz schwierige Rolle in der Situation ist. Ne? Weil es geht überhaupt nicht um die eigenen Traumata und auch um diese Schwierigkeit und die Schuld, die Schuldgefühle, die häufig bei Überlebenden auch da waren. Ja, absolut. Und dazu kommt natürlich gerade auch in den 60ern in diesem Kontext der Gerichtsprozesse auch die Frage nach Rache, Gerechtigkeit, Opfer, Täter. Und es kommt auch immer wieder zu Verschiebung. Ja, also den Überlebenden, denen quasi so ein, ja, so Rachegelüste quasi zugeschrieben werden. Die Täter, die sich am Ende dieses Jahrzehnts durch ihre eigenen Publikationen, durch ihre Pseudowahrheiten wieder in Szene setzen. Albert Speer
hat seine Haftstrafe abgesessen und publiziert sofort seine Erinnerung. Und das führt natürlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, auch durch das, was die Medien in diesem Jahrzehnt tun und in allen Jahrzehnten später, immer wieder auch zu Verschiebungen. Also die Ausstellung ist an diesem Punkt sicherlich auch eine medienkritische Ausstellung, weil sie natürlich beobachtet, wie sich die Rolle der Überlebenden nicht nur durch die Jahrzehnte, sondern auch innerhalb der Gesellschaft und wie die Gesellschaft darauf reagiert, verändert. Ich glaube, auch in den 90er Jahren wird das nochmal ganz, ganz stark. Der Film Schindlers Liste, der hier natürlich auch eine zentrale Rolle einnimmt, ist für die Generation zu dem Zeitpunkt auch ein ganz, ganz starker, ja, Triggerpunkt. Ja, da wird ganz viel nochmal losgetreten. Auf einmal findet Zeitzeugenschaft, finden wir Zeugnisse auf einer ganz breiten medialen Fläche. In historischen Dokumentationen, in Talkshows, als Publikation, eben in Filmen, fiktionalen Filmen auch. Und da passiert was, da passiert auch was mit der Gesellschaft. Und hier fängt eigentlich an, dieses Bild, was wir heute von den Überlebenden haben, sich wirklich auch zu manifestieren. Ja, es ist relativ neu. Es sind 30 Absolut, Jahre. Genau. Ne? Also in den späten 80er Jahren fand er hier in München noch ein sehr wegweisendes Duell zwischen zwei Intellektuellen statt, in Form eines Briefwechsels. Saul Friedländer, Überlebender und Historiker, Martin Broschert, damals Leiter des Instituts für Zeitgeschichte, haben damals einen Briefwechsel geführt. Und Broschert hat in diesem Briefwechsel geschrieben, dass die Erzählungen der Überlebenden geschichtsvergröbernde Mythen seien. Und Friedländer hat in dem Moment eingefordert, dass die Überlebenden den gleichen Stellenwert sozusagen als Historikerinnen, Historiker, als Erzählerinnen, Erzähler bekommen, den die Nachfolgegesellschaft der Täter und Täterinnen hat. Das war nicht selbstverständlich. Das war nicht selbstverständlich. Dabei ging es natürlich auch die Frage um Objektivität. Und auch hier kommen wir eigentlich an den Anfang wieder zurück, vor allem die Fokussierung auf den historischen Inhalt der Interviews mit Überlebenden. Und ich glaube, was die Ausstellung hoffentlich schafft an verschiedenen Punkten, ist immer wieder auch das Bild, unsere Wahrnehmung als Zuschauende, als Besucherin in dieser Ausstellung leicht aufzubrechen, dass man anfängt zu hinterfragen, welches Bild hat sich denn auch bei mir festgesetzt in den letzten Jahren? Wie habe ich Überlebende kennengelernt und wahrgenommen? Und das wäre die Hoffnung, dass das tatsächlich im Prozess dieser Ausstellung mit den Besucherinnen und Besuchern passiert. Dass sie eben auch erkennen, dass es mehr ist als das kurze Interview, was wir in einer historischen Dokumentation sehen, dass da viel mehr gehört und dazu gehört. Und dass eben ein Interview auch selbst ein Prozess ist. Nicht nur das Erzählen, sondern auch eine Interaktion zwischen zwei oder vielleicht sogar mehr Menschen, dass da Technik dazu gehört und so weiter. Und dass wir einfach anfangen, auch ein bisschen zu hinterfragen, welche Bilder sich gesellschaftlich weitergetragen haben und über die letzten Jahre und Jahrzehnte festgesetzt haben. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, wie können wir dieses große Wissen, das generiert wurde, aus der Bereitschaft zu erzählen über die Traumata in Interviewaufnahmen, in Filmaufnahmen, in Tonbandaufnahmen. Also gerade Schindlers List war ja so ein Moment, das hat ja, also die Vorwürfe, die Steven Spielberg damals gemacht wurden, dass er den Holocaust fiktionalisieren würde, hatte ja zur Folge, dass er die Shoah Foundation gegründet hat und Tausende und Abertausende Interviews von Überlebenden von unterschiedlichen Gruppen, Jüdinnen, Juden, Roman, Sinti, also alle verfolgten Gruppen sind berücksichtigt, dass hier ein unglaubliches Wissen generiert wurde, mit dem wir ja jetzt auch in der Zukunft arbeiten und umgehen wollen und natürlich auch immer wieder uns auch die Frage stellen, was sind denn gute Wege, das zu tun? Also gerade eben auch die persönliche Erfahrung, einen Zeitzeugen, eine Zeitzeugin kennenzulernen, ist für manche Menschen unglaublich prägend gewesen. Es gibt ja inzwischen die sogenannten Zweitzeugen, die eben davon berichten, wie sie Zeitzeugen wahrgenommen haben, weil wir eben vor einer Situation stehen, dass, wir haben es jetzt mit der Pandemie schon erlebt, dass man die Zeitzeuginnen, Zeitzeugen kaum mehr und wenn dann nur digital treffen konnte, weil sie so verwundbar sind als Hochrisikogruppe. Wie wird das weitergehen, wenn niemand mehr erzählen kann oder auch manchmal möchte? Manche Menschen haben so oft ihre Geschichte erzählt und sagen, sie haben diese Traumata immer wieder durchleben müssen. Irgendwann
möchten sie das vielleicht auch nicht mehr? Das sind ja die großen Fragen, die uns so umtreiben, die auch die Ausstellung versucht, sozusagen weiterzufragen. Nicht zu beantworten, aber als Fragen auch an die Besucherinnen und Besucher zu stellen. Deswegen ja auch das Fragezeichen, also der Titel, der als Frage formuliert ist, auch um ein bisschen quasi den Blick weg nur von den Überlebenden zu lenken. Also wir schauen auf die Überlebenden. Die Frage ist ja immer, was passiert nach dem Ende der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Aber Zeitzeugen schafft tatsächlich als ein größeres, komplexeres, mehrschichtiges Phänomen zu denken, eröffnet auch die Möglichkeit, eine Fortführung dieses Prozesses denken zu dürfen. Denken zu dürfen, wie sich ein zukünftiger Umgang mit dem Material vielleicht auch gestalten kann. Welche neuen Fragen können wir stellen, die nicht auf die Protagonistin fokussieren, sondern die eben auf das Material, die Intention, mit der dieses Material entstanden ist. Wer hat diese Interviews geführt? Von wem sind sie finanziert worden? In welchen Sprachen sind sie entstanden? Ist eine Person mehrmals interviewt worden? Da gehört so viel dazu. Und ich glaube, es gibt jetzt noch so viele Fragen, die wir an nicht nur die Protagonistinnen und Protagonisten, an die Überlebenden, die Zeitzeugen und Zeitzeugen stellen können, sondern auch an ihre Interviews. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn auch in diese Richtung die zukünftige Auseinandersetzung mit den Interviews tatsächlich gehen würde. Ja, ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit, ne? Also weil das natürlich eben ein sehr, sehr großer Schatz ist, mit dem man jetzt arbeiten kann, aber auch eine sehr große Herausforderung und eine große Aufgabe an die Wissenschaft, aber auch an die Kunst, an die Medien, an viele Beteiligte zu überlegen, wie wir mit diesen Erzählungen, mit diesen Informationen, aber auch ihre Geschichte sozusagen, wie sie entstanden sind, in welchen Kontexten sie entstanden sind, in welchen persönlichen, intimen Räumen, Wohnzimmern, an welchen Kaffeetischen man sich darüber unterhalten hat, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum letzten Mal. Und was passiert, ist natürlich eine gewisse Historisierung der Zeitzeugenschaft. Aber da, um die kommen wir natürlich nicht herum. Sind aber gleichzeitig in einer Situation, in der noch viele Leute da sind, die erzählen und erzählen können und die auch bereit sind, sich auf ganz neue Formate einzulassen, die eben sich mit digitalen Zeugnissen sozusagen vertraut machen. Ernst Grube hat sich bereit erklärt, mit Beginn der Pandemie sofort über Teams mit Schulklassen zu sprechen. Das sind ja auch ganz, ganz tolle Entwicklungen, die jetzt gerade in dem Moment entstehen. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Entwicklung, weil man Distanz und Nähe auch noch mal ganz anders und neu hinterfragen muss. Es ist eine ganz ähnliche Situation. Es gibt Fragende, es gibt Antwortende, es gibt diejenigen, die auf beiden Seiten gibt es eine Agenda. Und über aber jetzt diese neue technische Entwicklung miteinander ins Gespräch zu kommen, ändern sich natürlich auch die Dynamiken. Und ich glaube, hier liegt insgesamt so ein zukunftsrichtender Blick darin, was alles noch möglich sein wird. Ob viele dieser verheißungsvollen Versuche tatsächlich umgesetzt werden oder tatsächlich auch Bestand haben, das sehen wir auch im historischen Abriss. Immer wieder entwickelt sich die Technik, immer wieder kommt etwas Neues. Die Herangehensweise, immer absolut. Wieder. Ne? Also man hatte erst bei Schindlers List, gab es große Diskussionen und viel Kritik. Und als dann aus den USA die Hologramme kamen, war das eine ähnliche Diskussion. Das Wichtige aber, glaube ich, sind die Diskussionen, dass das Thema auch im gesellschaftlich eine Rolle spielt. Ich glaube, es bewegt viele Menschen, es interessiert viele Menschen. Und gerade jetzt, wo sich sozusagen alles wieder ein bisschen lockert nach einem Jahr Pandemie und Rückzug, finde ich es besonders wichtig und für uns besonders schön, dass wir dieses Thema, diese Fragestellung und auch diese Geschichten und Menschen jetzt hier bei uns im Haus haben und sie eben befragen können, in der Auseinandersetzung treten können. Und hier, glaube ich, da liegt ein ganz großer Erkenntnisgewinn drinnen. Ja. Danke. Danke auch.